So, heute erklären wir euch unsere Polaris Ranger Modelle und erklären die einzelnen Funktionen von den Fahrzeugen. Hier haben wir einen Polaris Ranger 570. Er hat einen flüssigkeitsgekühlten Einzylinder mit 567 Kubik und 33 kW. Ist unser kleines Modell. Er ist ein Zweisitzer. Wir haben ihn nicht nur als Benziner, sondern auch ein Elektromodell. Er hat elektronische Servolenkung, Automatikgetriebe mit Untersetzung, hat ein Hinterachsdifferential, was wir zusätzlich sperren können, und ein Allrad wird vorne dazugeschalten. Wir haben hier eine Ladefläche. Wir können mit 454 Kilo beladen und wir haben eine Anhängenutzlast von 680 Kilo. Die Ladefläche ist eine kippbare Ladefläche. Dahinter versteckt sich der Motor. So, jetzt gehen wir zu unserem Polaris Ranger XB1000 Hand Edition. Fahrzeug hat 999 Kubik und 82 PS. Das ist ein Dreisitzer. Wir haben genauso eine Servolenkung mit Automatikgetriebe mit Untersetzung. Hier haben wir eine klappbare Windschutzscheibe montiert. Die Beifahrersitzbank ist klappbar. Wir haben sehr viele Ablagefächer beim Fahrzeug. Bei der Ladefläche können wir 738 Kilo laden. Von der Größe her ist sie Palettengröße. Anhängevorrichtung, maximale Anhängelast haben wir von 1130 Kilo. Wiederum haben wir eine kippbare Ladefläche. Hier haben wir einen Zweizylinder mit 999 Kubik und 82 PS. Polaris hat das Lock and Ride System. Es ist alles schnell zu demontieren. Hier haben wir ein verstellbares Lenkrad. Wir haben hier den H-Gang, das ist der Straßengang, die Untersetzung, Neutral, Retour und die Parkstellung im Getriebe. Wir haben hier die Feststellbremse. Das Fahrzeug hat Hinterachsdifferential. Wir können die Hinterachse sperren und vorn den Allrad dazuschalten. Das Deluxe-Modell und der Hand Edition haben einen Bergabfahrrad. Die Windschutzscheibe hat zwei Stufenverstellung. Wir haben bei den Polaris Ranger XB1000 Modelle vier verschiedene Farben. Einmal Standardgrün, wie zum Beispiel unser Ranger Diesel. Das Deluxe-Modell hat die Farbe Schwarz, Hand Edition Camo und das ABS-Modell ist in Weiß. Der Polaris Ranger fährt sich nicht nur gut auf der Straße, sondern ist auch durch das einzigartige Allradsystem die Nummer 1 im Gelände. Beim Ranger XB1000 gibt es vier verschiedene Modelle. Das Hand Edition ist eines davon. Wir haben bei den Fahrzeugen eine Traktorzulassung mit 60 km/h und ein Modell haben wir mit ABS, mit Traktorzulassung mit 90 km/h. Hier haben wir unseren Polaris Ranger Diesel. Hier haben wir einen Dreizylinder Kubota Motor verbaut mit Automatikgetriebe. Beim Fahrzeug haben wir eine von unseren vielen Türen montiert. Vorteil bei der Tür ist das große Seitenfenster mit der Kurbel. Hier haben wir zum Beispiel die fixe Windschutzscheibe verbaut, was wir beim Hand Edition die Klappbare haben. Fahrzeug hat eine Endgeschwindigkeit von 60 km/h. Deswegen ist es sehr begehrt in der Landwirtschaft und natürlich auch für die Jäger. Wir haben hier für die Wildbergung eine Seilwinde montiert. Mehrere Möglichkeiten, entweder einen fix montierten Schalter oder natürlich eine Funkfernbedienung. Bei dem Polaris Ranger Modell verbauen wir ein Heizungssystem mit 8 Düsen. Somit bleibt es auch im Winter schön warm. Die Polaris Ranger Modelle werden seit 1998 produziert und werden hauptsächlich im Sektor Landwirtschaft,
Forst und Jagd eingesetzt. Heutzutage begeistert der als 2-, 3- oder 6-Sitzer erhältliche Ranger Hobby Offroader sowie hartarbeitende Förster, Landwirte und Jäger rund um den Globus. Bereits Ende 2017 verließ der 1-millionste Ranger das Polaris Werk. Alle Polaris Ranger Modelle sind mit dem kompletten Zubehörprogramm von Polaris bei uns erhältlich. Jeder Kunde kann seinen Polaris Ranger von uns persönlich zusammenstellen lassen.